Hallo zusammen. Wie ihr wisst und schon gesehen habt, YouTube hat ein neues Design erstellt und ich habe das neue Design auch schon für meinen Kanal übernommen. Und ich möchte euch deshalb jetzt mal zeigen, wie ihr zu den Kanalkommentaren gelangen könnt. Denn leider sind die Kanalkommentare jetzt nicht mehr auf der Kanalstartseite und man findet die auch gar nicht so leicht. Also, ihr habt jetzt auf meinem Kanal meine aktuellen Videos, das letzte, was ich hochgeladen habe, ist ganz groß zu sehen. Und auf der rechten Seite habe ich die Kanalinformationen. Ich habe auch jetzt ein paar Links, die man dann direkt anklicken kann. Die führen zu meinem Spieleblog, auf meinen Twitter-Account und häufig gestellte Fragen, die Sachen zu Sims 2. Und auch ich habe noch das Programm verlinkt, mit dem ich meine Videoaufnahmen mache. Das fand ich jetzt gar nicht so schlecht, aber es ist natürlich ganz doof, dass man die Kanalkommentare nicht mehr sehen kann. Und ihr müsst dazu hier oben auf Feed klicken. Da bekommt ihr sozusagen den Newsfeed angezeigt, also alle Aktivitäten, die ich gemacht habe in den letzten Tagen, Stunden, Sekunden, Minuten. Und darunter findet ihr den Button Anzeigen. Und wenn man dann hier auf Nur Kommentare klickt, bekommt ihr alle Kanalkommentare angezeigt, so wie sie ursprünglich auch immer erschienen sind. Ja, und ganz gemäß meines letzten Kommentares sagt das YouTube nicht mir. Viele haben schon kritisiert und gemeckert über das neue Design. Bei mir ist natürlich die Kritik fehl am Platz, denn ich bin nicht für das Design verantwortlich. Das heißt, ihr müsst euer Feedback YouTube direkt schicken. Manchmal findet ihr so einen Button, wo dann Feedback abgeben steht. Da könnt ihr auf jeden Fall draufklicken. Ansonsten weiß ich noch nicht genau, worüber man es machen kann. Aber es gibt Mittel und Wege. Und dann erklärt einfach, was ihr blöd findet und was man und wie man es besser machen kann. Ich werde das vielleicht auch noch tun und deswegen denke ich auch nicht, dass das irgendwie bei YouTube auf taube Ohren stoßen wird, weil es bisher auch viele Leute schon kritisiert haben und auch große YouTuber das kritisieren und ich denke, da werden die Designer bei YouTube schon noch ein bisschen was ändern. Von daher bin ich noch guter Hoffnung, dass es dann demnächst einen schnelleren Zugriff zu den Kanalkommentaren gibt und auch die anderen Dinge behoben werden, die jetzt noch nicht so optimal sind. Warum ich trotzdem das neue Design benutze schon, ist, weil ich zum einen einfach gerne neue Dinge ausprobiere und zum anderen mich mit dem neuen Kanaldesign vertraut machen wollte. Weil ich nämlich auch denke, dass YouTube das später nicht mehr zur Auswahl lassen wird, welches Design man benutzt. Also dass man später wahrscheinlich nicht mehr zum alten Design wechseln darf, sondern dass dann alle das neue benutzen müssen. Und ich gewöhne mich dann lieber gleich dran und optimiere meinen Kanal dahingegen. Und von daher habe ich das jetzt auch schon so übernommen. Ich hoffe, ihr kommt in Zukunft damit klar und es wird ja auch hoffentlich noch ein paar Verbesserungen geben. Und dann ist vielleicht auch der erste Schrecken und der erste Aufschrei so ein bisschen verklungen und dann sieht man vielleicht auch ein paar Dinge, die vielleicht gar nicht so schlecht sind. Was natürlich nicht heißen soll, dass sie einiges hätten besser machen können. Das muss man schon sagen, da haben sie ein paar blöde Dinge reingebaut. Aber darauf möchte ich jetzt gar nicht weiter eingehen, das haben andere schon zu Genüge getan. Mir war nur wichtig, dass ihr meine Kanalkommentare wiederfindet. Und damit verabschiede ich mich und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen.